Der deutsche Aktienmarkt ist sehr beliebt bei chinesischen Unternehmen. Es sind 23 chinesische Firmen hier an der Börse gelistet. Aber die Charts sind nicht gerade konstruktiv. Die meisten Aktien notieren unter ihrem Emissionspreis. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Börsenplatz, dem Finanztalk. The Financial Talk. One of these companies is China. Eines dieser Unternehmen ist China BPIC Surveying Instruments AG, also eine deutsche AG, aber aus Peking. Sie ist spezialisiert auf Vermessungsinstrumente und ist im Entry Standard der deutschen Börse gelistet. Was sind jetzt die Aussichten für diese Firma? Wir bekommen mehr Informationen von Kenny Kuang. Herr Kuang, warum sind Sie als chinesische Firma hier an den deutschen Aktienmarkt gekommen? Für uns als Hersteller von Vermessungsinstrumenten ist Deutschland bekannt für seine Spitzentechnologie. Wenn wir in einem solchen Land notiert sind, das so berühmt für seine Technologie ist, hilft das uns und unseren Produkten. Es steigert unseren guten Ruf. Country with a high reputation of technology makes us feel more reputable and enables us to enhance our brand reputation. Let's have a look here. Lassen Sie uns einen Blick auf den Chart werfen. Da sitzt eine Fliege, die muss weg. So, wir sehen Ihren Kursverlauf und den S-DAX und Sie hinken hinterher, wie die meisten chinesischen Unternehmen. Offenbar schauen Investoren nicht sehr genau hin. Anleger sind enttäuscht. Was ist Ihre Erklärung für diese magere Kursentwicklung? Don't look too closely at your company. What is your explanation? Why it is a bit disappointing for investors, the development of the price chart? Das hat mit unserer Produktion in China zu tun. Für europäische Investoren ist es zu weit weg, um unsere Herstellung anzusehen. Zudem ist die Kommunikation wegen der Zeitverschiebung ziemlich schwierig. So, they have better understand what you're really doing. Die Investoren müssen besser verstehen, was sie wirklich tun. Blicken wir auf das nächste Schaubild. Es braucht etwas Zeit und es zeigt ein weiteres Problem. Hier am Markt heißt es, dass chinesische Firmen zu wenig auf Investor Relations und Regeltreue achten. Sie haben jetzt Maßnahmen ergriffen, um besser zu sein. Was haben Sie gemacht? Measures to be better. What did you do? Ich möchte herausstellen, dass wir Herrn Matthias Schröder als Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt haben. Er ist Deutscher und lebt seit vielen Jahren in China. Er ist auch Anwalt. Er führt den Aufsichtsrat. Ich denke, dass die meisten Missverständnisse zwischen westlichen Investoren und chinesischen Firmen durch die kulturellen Unterschiede entstehen. Deshalb kann eine Person, die beide Sprachen spricht, Deutsch und Chinesisch, zum Abbau solcher Missverständnisse zwischen den Parteien beitragen. And somehow having a person who is able to speak both languages, both the German and the Chinese, can help us to bridge this misconception among the both parties. Okay, maybe also investors have to understand better what you're doing. Yes. You mentioned already. Okay, vielleicht müssen Investoren auch besser verstehen, was genau sie herstellen. Das machen sie ja auch weit entfernt. Ich hatte schon erwähnt, Produkte zur Landvermessung. Was machen sie genau? Wie erwähnt, wir stellen Instrumente zur Vermessung her. Hier sehen Sie unser aktuelles Produktangebot. Lassen Sie mich das ein bisschen erläutern. Hier haben wir den elektronischen Theodoliten, ein Instrument, um sehr präzise Winkel zu messen. Das zweite ist ein Laser-Theodolit. Hier haben wir oben einen Laserstrahl, der genau zeigt, wohin Sie zielen. Das verbessert die Zielgenauigkeit. Das dritte ist eine Theodolit-Station, die misst sogar die Entfernung. Das ist unser teuerstes Produkt. Allows you to know where you're aiming at. That's enhance your aiming accuracy. And for the first one, the total station, on top of in additional to measuring angles, the total station also measures the distance. So this is, as you can see, this is also the highest price product so far. Let us see whether there is. Lassen Sie uns schauen, ob es auch genug Nachfrage dafür gibt. Hier sehen wir ein Schaubild, das zeigt die unterschiedlichen Länder und Regionen und die Wachstumserwartungen.
Das ist ein Chart von Hexagon, ihr größter Konkurrent und die Muttergesellschaft von Leica. Wo erwarten Sie starkes Wachstum, also mehr als 8% pro Jahr? Because Leica company is a company owned by Hexagon. So, could you tell us where you expect strong growth more than 8% per year? As you can see, currently we are focused in China. Zurzeit sind wir noch auf China fokussiert. Da gab es einige wirtschaftliche Rückschläge, aber das scheint jetzt überwunden zu sein. Wir erholen uns, da läuft es wieder gut. Auch in anderen Regionen im Einklang mit der globalen Wirtschaftsentwicklung kann man sehen, dass es aufwärts geht. Wie gesagt, wir sind noch auf China fokussiert, aber wir wollen wachsen. Und unsere Notierung hier ist der erste Schritt zur Globalisierung. Wir werden in andere Märkte der Welt expandieren. In the global economy, you can see that also pointing in a positive directions. For us, right now we are focused in China, but going forward, because we have listed in Germany as a first step of our globalization, going forward we will expand into other parts of the world. Okay. Okay, dann let's have a closer look at. In Ordnung. Lassen Sie uns genauer Ihre Position vornehmen. Hier haben wir Ihre Branche und die Firmen, mit denen Sie im Wettbewerb stehen. Wo ist BPIC hier? Können Sie Ihre Positionierung erläutern? Sind Sie noch ein Nischenanbieter? Explain your position. Are you a niche player still? You can say that, but our focus, maybe I can explain it to you. Das können Sie noch so sagen, aber das muss ich näher erläutern. Wir sollten zunächst auf den Qualitätsanspruch schauen. Unsere jetzige Position ist im oberen, mittleren Bereich. Unsere größten Wettbewerber wie Hexagon sind im gehobenen Bereich tätig. Wir sind in der Mitte, wo das Wachstum und die Nachfrage am stärksten sind. In diesem Segment sind die Käufer ziemlich preissensitiv, anders im High-End-Markt. Da schaut man auf die Technologie. Unsere Stärke ist ein Angebot im mittleren Bereich, aber zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. Rund 15-20% niedriger als unsere Wettbewerber. Wir stechen hier hervor mit dem besten Qualitäts-Preis-Verhältnis. Sensitive. Because in the high end they focus on the technology. For us, so being able to produce a high mid-end quality with up to standard quality products, but offering at a very competitive price at around like 15-20% lower than our competitors makes us stand out. You can see the price quality ratio, we are the highest. High quality, low price. Yes. This is your strategy. Yes. Hohe Qualität, niedriger Preis, das ist Ihre Strategie also. Da untersuchen wir mal, ob das bisher funktioniert hat. Wir sehen hier einige Finanzdaten. Wir haben die Wachstumsraten für Umsatz, Bruttogewinn und operativen Gewinn der Jahre 2010 bis 2012, letztere noch nicht testiert. Die Wachstumsraten jetzt sind außerordentlich hoch. Können Sie die halten? Figures yet. So, this is an extraordinary high growth rate. Can you keep it? Wir müssen zugeben, nach Jahren des starken Wachstums leiden wir unter Engpässen bei unserer Produktionskapazität. Das hat dazu geführt, dass die Wachstumsrate im ersten Halbjahr 2013 stagniert. Das betrifft nicht die Nachfrageseite. Unsere Produkte werden stark nachgefragt. Unser Problem ist, dass wir nicht so viel produzieren können, wie wir möchten. Under high demand. Our problem is, as I mentioned, we cannot produce as many as we would have liked to. So, what do you do? Also, was können Sie tun? Sie können expandieren, neue Kapazitäten schaffen, neue Fabriken bauen, oder Sie bleiben, wo Sie sind, und dann erhöhen Sie einfach die Preise. Of course, we are aiming high, but currently our target is to increase. Klar, wir haben hohe Preisvorstellungen, aber zurzeit wollen wir unseren Marktanteil steigern, um mehr zu verkaufen. Deshalb wollen wir erstmal keine Preise erhöhen, sondern mehr herstellen. Das ist unser Schlüsselproblem. Was haben wir getan? Wir werden die Produktion einiger Kernkomponenten hochfahren, die zurzeit ein Engpass sind. Wir investieren in halbautomatische Produktionsstraßen, die unsere Kapazitäten steigern. Wir werden das alles, so unser Plan, im vierten Quartal in unseren Fabriken bereit haben. Nach einigen Probeläufen erwarten wir, dass die neuen Kapazitäten zu Beginn des Jahres 2014 zur Verfügung stehen. Capacity. And going forward, right now our plan is to have the facilities in place in the fourth quarter in our factory. And after like a few months of trial run, we expect the new production capacity will be coming out starting from 2014. Yeah. Investment means you need money for that. Yes. Okay, you have
Wer investiert, braucht zur Finanzierung Geld. Dazu können sie ihre Gewinne nutzen. Aber Anleger mögen auch Dividenden. Gibt es eine Chance für Dividenden in naher Zukunft? Ja, wir haben das genau abgewogen. Wir haben uns entschieden, den Gewinn mit unseren Aktionären zu teilen, indem wir 10% der Ergebnisse als Dividende ausschütten wollen, beginnend mit dem Geschäftsjahr 2013. Wenn wir die Geschäftsergebnisse für 2013 vorstellen, werden wir auch eine Ausschüttungsquote von 10% verkünden. Schauen wir nochmal auf den Kurschart. Wenn das alles funktioniert, sollte es da am Ende nach oben zeigen. Dann passt der Chart auch zu den guten Geschäftsergebnissen. Ja, wir hoffen, dass die Aktionäre, die an uns glauben, von der Verbesserung der Finanzdaten ordentlich profitieren. Thank you very much indeed. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, eine chinesische Firma mit guten Produkten und hohen Wachstumsraten, aber einem enttäuschenden Kursverlauf. Vielleicht ändert sich das ja mit dem, was wir hier heute alles gehört haben. So viel für den Augenblick. Danke und wir sehen uns wieder beim Börsenplatz. And see you next time to Börsenplatz.